Nun, was ist Wohlergehen? Wann fühlst du dich richtig wohl in deinem Leben? Wann fühlst du dich wirklich wohl? Wenn du sehr glücklich bist, geht's dir gut. Sogar wenn du körperlich krank bist, fühlst du dich immer noch gut, oder? Auch wenn du laut medizinischer Diagnose krank bist, bist du sehr glücklich im Augenblick. Du fühlst dich wohl, oder? Also bedeutet Wohlergehen im Wesentlichen ein gewisses Maß an Fröhlichkeit, eine gewisse Überschwänglichkeit. Was ist Glück? Wir können sagen, Glück ist dies oder das, aber was das Leben betrifft, sind es deine Energien, die überschäumender sind als normalerweise. Depression bedeutet, deine Lebensenergien wurden sehr gering und kamen zum Stillstand. Glück bedeutet, dass deine Lebensenergien überschäumen. Es gibt vielerlei Arten, Glück zu beschreiben. Aber nur die, die glücklich sind, wissen, was Glück bedeutet. Es gibt niemanden, der nicht glücklich war. Jeder war einmal glücklich. Aber das Problem ist, man kann es nicht aufrechterhalten. Das ist alles, oder? Jeder war schon mal glücklich. Wie viele Glücksmomente fallen dir in den letzten 24 Stunden ein? Einer? Zwei? Drei? Wie viele? Vielleicht kannst du sie an deinen Fingern abzählen. Viele Leute haben nichts zum Zählen. Als du ein fünfjähriges Kind warst, wie viele Glücksmomente hattest du innerhalb von 24 Stunden? Viele, oder? Jemand musste dich traurig machen. Und jetzt muss dich jemand glücklich machen, oder? Die ganze Gleichung hat sich irgendwie umgekehrt. All der Aufwand im Leben, alles, was du getan hast, Bildung, Karriere, Firma, Familie, was auch immer, du hast alles getan, um Glück zu erlangen, oder? Alles, was die Menschheit auf diesem Planeten getan hat, war, um Glück zu erlangen, nicht wahr? In den letzten 100 Jahren haben wir zu viel auf diesem Planeten eingegriffen. Mit der Anwendung von Wissenschaft und Technik haben wir das Gesicht dieses Planeten verändert. Heute haben wir den Komfort und die Annehmlichkeiten, die sich keine andere Generation jemals vorstellen konnte. Ja, was sich die Mitglieder des Königshauses vor 100 Jahren nicht leisten konnten, haben heute Durchschnittsbürger. Ist es nicht so? Fahren die meisten von euch nicht Wagen mit 100, 200 Pferden? Ja, nicht einmal Könige konnten sich das leisten. Aber sind wir glücklicher? Wir sind sicherlich die Generation auf diesem Planeten, die es am bequemsten hat. Ist das auf körperlicher Ebene nicht so? Aber sind wir auch die freudvollste Generation? Also hat es nicht funktioniert. Wissenschaft und Technik haben eine Menge Komfort und Annehmlichkeiten in unsere Leben gebracht. Dinge, die wir uns vor 25 Jahren überhaupt nicht vorstellen konnten, sind heute lebendige Wirklichkeit, oder? Aber sind wir etwas freudvoller? Nein. Und all diese Komfort und die Annehmlichkeiten kamen nicht einfach so. Jedes andere Leben auf diesem Planeten musste dafür einen ungeheuren Preis zahlen. Ja, jedes Lebewesen, von der Pflanze bis zum Tier, bis zu allem, einschließlich der Menschen, jeder hat einen enormen Preis dafür bezahlt, um diesen Komfort und die Annehmlichkeiten zu schaffen. Und wir sind nicht einmal glücklich. Wir brennen diesen Planeten buchstäblich nieder, wenn du ekstatisch bist. Es ist okay. Brenne diesen Planeten nieder. Es ist in Ordnung. Wir sind nicht einmal glücklich. Ich finde, es ist an der Zeit, sich das einmal anzusehen, oder? Warum brennen wir ihn nieder, wenn wir nicht einmal glücklich sind? Sadhgurus Worte sind präzise und prägnant. Wir haben unser Bestes gegeben, um diese Worte auf Deutsch zu übersetzen. Wir bitten um Entschuldigung für jegliche Übersetzungsfehler. Es ist unsere Absicht, anderen Menschen den Zugang zu dieser Weisheit auch auf Deutsch zu ermöglichen.